Ahoi zusammen von der Crown Princess. Letzter Tag, heute Morgen ist schon Abreise. Ja, und da ist es mal Zeit für so eine Art Fazit. Das war ja so eine Reise, da war ich wirklich ganz gespannt, weil Princess Cruises eben eine Reederei ist, die ich bislang noch gar nicht kannte. Also ich habe zwar mal so einen Schiffsbesuch gemacht, als mal ein Schiff in Hamburg war, aber das war es dann auch schon. Und ich dachte mir, ach Mensch, das könnte aber was wirklich für mich sein, weil ich eigentlich zum Beispiel Celebrity Cruises ganz gerne mag. Celebrity Cruises gehört ja zum Royal Caribbean Konzern. Und Princess Cruises ist quasi das Äquivalent, also eine etwas hochwertigere Reederei, eben aus dem Karnevalkonzern. Ja, also dementsprechend war ich gespannt und was soll ich sagen? Also ja, ich bin also extrem zufrieden mit dieser ganzen Geschichte, mit dieser ganzen Reise, kann man nicht anders sagen. Also wirklich ein wunderbares Schiff, die Crown Princess, also wenn man mal so ein bisschen davon absieht, also was das Design hier und da angeht, ne? Also da merkt man eben doch, das ist für Amerikaner gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen eigentlich, wenn ich dieses Design sehe, dass das ein Schiff ist aus dem Jahr 2007. Also man denkt so, man fühlt sich so ein bisschen so an vielleicht Anfang der 90er Jahre erinnert, aber ja, so wirklich schlimm finde ich das jetzt nicht, ne? Also das ist ganz ansonsten wirklich so von der Unterteilung in die verschiedenen Bereiche und so ist es wirklich also durchaus gelungen mit den unterschiedlichen Pools auf den Pooldecks. Also ihr guckt euch ja möglicherweise das Schiffstour-Video an. Was heißt möglicherweise? Ihr guckt es euch wahrscheinlich auf jeden Fall an. Da werdet ihr das Ganze dann sehen. Also wirklich mit dem Schiff war ich außerordentlich zufrieden. Ja, wie war das Publikum eigentlich? Ungefähr 2900 Menschen an Bord. Davon nur 0,5% Deutsche. Ja, also ungefähr. Also 14 Deutsche waren mit mir an Bord. Das ist natürlich wirklich nicht so viel. Ne? Man fragt sich so ein bisschen, warum ist das eigentlich so? Warum wird das so sehr defensiv vermarktet in Deutschland? Auch wenn ich jetzt sagen würde, so, ach, es ist im Großen und Ganzen ein ganz gutes Produkt. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, ja, Publikum, Durchschnittsalter so um die 50 Jahre, würde ich mal vermuten. Also extrem bunt gemischt von Kindern bis Omas und Opas und so. Also, ja, gute Mischung, muss ich wirklich sagen. Also, es war jetzt nicht so. Ja, manche befürchten ja so, oh mein Gott, das ist so eine bisschen gehobene Reederei, das ist dann irgendwie so ein schwimmendes Altersheim. Nein, das ist es definitiv nicht. Und es gibt ja auch irgendwie Kids Club und Teens Club und so weiter, ist ja auch alles da, also für Familien. So ist es ja nicht. Also vom Publikum war ich wirklich im Großen und Ganzen sehr zufrieden, sehr freundliche Amerikaner. Also man kann halt immer die Möglichkeit, dann mit Leuten auch am Tisch zu sitzen. Man wird also gefragt, möchte man separat sitzen oder möchte man sich einen Tisch teilen? Und da bin ich wirklich immer an sehr nette Leute geraten, haben uns sehr nett unterhalten, also war außerordentlich angenehm, kann man nicht anders sagen. Ja, was gibt es zu meiner Kabine zu sagen? Das war ja nun Außenkabine mit eingeschränkter Sicht. Ja, damit bin ich auch zufrieden gewesen. Das Ganze auf Deck 8, was ja immer so ein Punkt ist, wie laut ist es in der Kabine, ne? Ihr wisst, wenn man weiter unten ist und näher an den Maschinen dran, kann es ein bisschen lauter sein. Aber hier auf dieser Kabine ist es wirklich ausgesprochen leise gewesen, ja. Also man hört jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es hört, ganz leise die Klimaanlage. Aber das war so angenehm, dass ich sogar dann ohne Gehörschutz geschlafen habe, was ich auf Kreuzfahrtschiffen relativ selten mache, weil ich auch relativ empfindlich bin. Und ja, in dem Fall war das aber überhaupt gar kein Problem. Ja, ich habe eigentlich überlegt, ob ich mich gar nicht mehr filmen lasse, so am Ende der Reise, weil ich habe eigentlich viel zu viel gegessen. Bin froh, dass keine Waage hier auf der Kabine ist. Denn das Essen, ja, was soll ich zum Essen sagen? Ihr wisst ja, das Essen ist mir immer auf einer Kreuzfahrt ganz besonders wichtig. Das Essen, ja, wirklich gut, muss ich sagen. Ja, also begonnen beim Frühstück. Ich habe meistens häufig gefrühstückt im Bedienungsrestaurant, weil ich das ganz toll finde, wenn man morgens seine Eierspeisen irgendwie an den Tisch gebracht bekommt. Wenn man rundum bedient wird, wenn man sich nicht vom Buffet irgendwas holen muss, wenn man den Kaffee eingeschenkt bekommt. Wobei Kaffee, ja, das ist ein negativer Punkt. Also dieser Filterkaffee hier. Ja, also ich bin jetzt eh nicht so der große Freund von Filterkaffee, aber da habe ich auf anderen Schiffen schon deutlich besseren getrunken als jetzt hier. Ne? Also der war jetzt nur so, na, sagen wir es mal wohlwollend, nur so mittelmäßig. Ja, ja, wie sieht es aus dann zum Mittagessen? Da habe ich meistens dann nicht so viel gegessen, dann irgendwie mal im Buffet-Restaurant oder so und ja, auch mal im Bedienungsrestaurant, aber das glaube ich nur zweimal. Dann nachmittags, wenn es nochmal einen kleinen Appetit gab, dann war ich mal im International Café, ein ganz toller Ort auf Deck 5, wo es qualitativ sehr hochwertiges Essen gibt, 24 Stunden am Tag. Man muss da nur die Getränke bezahlen, man kann aber auch nur dahin gehen, um was zu essen. Also wirklich sehr hochwertiges Sandwich, tolle Salate,
Süßspeisen, also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und dann am Abend habe ich auch weitgehend eigentlich fast immer im Hauptrestaurant gegessen und das war wirklich von der Qualität wirklich gut, auch was so die Hochwertigkeit, sagen wir es mal so, der Speisen angeht. Ne? Also ich würde sagen, jetzt verglichen beispielsweise, wenn ich sage Celebrity Cruises ist im Grunde ähnlich, dann würde ich sagen, Princess Cruises ist nochmal eine kleine Schippe besser, was das Essen angeht. Natürlich ist es extrem subjektiv, ja, aber doch, ich denke, dass man an der einen oder anderen Stelle hochwertigere Zutaten oder so beispielsweise bekommen hat oder so, das war schon auffällig, beziehungsweise man muss bei Celebrity Cruises ist es ja so im Café Albaccio oder so muss ich Zuzahlung bezahlen, wenn ich da irgendwie ein kleines Stück Kuchen haben will oder irgendwie sowas, muss ich halt einen Kaffee bezahlen. Das ist hier alles nicht, also wirklich sehr, sehr gut. Tolle Burger habe ich gegessen am Poolgrill. Ja, also ich glaube, ich sollte, wenn jetzt nicht eine andere Kreuzfahrt noch käme, ich würde eigentlich, glaube ich, jetzt eine Diät machen. Also vielleicht, ich gehe heute auch noch zum Sport, das erste Mal auf dieser Reise am vorletzten Tag. Naja, egal. Ja, was gibt es noch zu sagen? Entertainment, das Theater, Platz für ungefähr 800 Leute. Also deswegen fanden die Shows da meist in drei Etappen statt am Abend, also dreimal die gleiche Show. Ja, wie das eben so ist, amerikanische Schiffe haben ja ein derart hohes Niveau insgesamt an, was diese Production-Shows angeht. Da können sich deutsche Reedereien halt wirklich nur verstecken. Das ist überhaupt gar kein Vergleich. Das ist also eher vergleichbar, wenn ihr vielleicht mal in New York auf dem Broadway euch eine Show anguckt. Ne? Also wirklich, also grandios, tolle Tänzer. Insgesamt 17 Sänger und Tänzer. Also wirklich richtig, richtig große Truppe. Dazu dann irgendwie noch ein Orchester. Also wirklich ganz, ganz toll. Ansonsten so Unterhaltungsprogramm, auch mal Deckparty oder sowas, habe ich ja auch ein Video zu gemacht. Ja, das ist schon relativ aufwendig alles, muss ich wirklich sagen. Also hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ja, was ist mit der Crew? Die Crew macht ja so eine Reise dann auch immer logischerweise zu etwas ganz Besonderem. Und da hat man natürlich zum einen die Leute, denen man da ständig begegnet, zum Beispiel den Kabinensteward. Ja, und da kann ich euch eine Geschichte erzählen. In Curaçao war das, da bin ich von Bord gegangen. So, dann ging ich also von Bord. Und plötzlich dachte ich, irgendjemand ruft meinen Namen. Matthias! Ja, und dann dachte ich so, kann nicht sein, wer soll das sein? Ja, dann bin ich weiter, nochmal, Matthias! Dann gucke ich hoch zu den Rettungsbooten und dann sehe ich da meinen Kabinensteward, der dann da steht und mir zuwinkt, weil die da gerade die Seenotrettungsübung für die Crew hatten. Ja, und da muss ich natürlich sagen, das ist natürlich so viel Persönlichkeit, das gibt es ja gar nicht, ja. Genauso an einem anderen Tag, da bin ich irgendwie am Pool und plötzlich ruft mir da von einer Bar zu, Matthias, Mr. Matthias. Ich denke so, was ist das denn? Dann gucke ich da hin, dann war das der Barkeeper, der am Vorabend mich da an der Bar bedient hatte. Und ja, das ist einfach, sehr angenehm, ne? wenn man das Gefühl hat, so okay, man wird wahrgenommen von den Leuten und die beschäftigen sich mit einem und das ist schon toll. Also das ist halt, ja, vielleicht auch sicherlich typisch auf einem amerikanischen Kreuzfahrtschiff, dass da noch ein bisschen mehr Gas gegeben wird, so was die Freundlichkeit angeht, so des Personals und so. Also das war schon irre, ja. Im Großen und Ganzen, was kann ich sagen? Würde ich es nochmal wieder machen? Ich meine, ich muss ja nochmal sagen, ich hatte für diese Reise in der Außenkabine mit eingeschränkter Sicht, hatte ich bezahlt, Pi mal Daumen, für mich alleine 700 Euro. Wohlgemerkt in einer Kabine zur Einzelbenutzung. Ja, der Katalogpreis wahrscheinlich mindestens doppelt so hoch, aber war nun mal relativ günstig. Ich glaube, wenn man so zweit hier drin war, 500 noch was Euro plus Trinkgeld jeweils, 60 Euro pro Person und Woche ungefähr. Also ja, und da muss ich sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, es geht eigentlich kaum besser. Ja? Also das ist der Wahnsinn. Also das, die deutschen Reedereien können da so in dem Maße jetzt beispielsweise nicht mithalten, würde ich sagen, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Also besser als das hier geht es wirklich kaum. Also ganz, ganz, ganz toll. Ja, würde ich nun, wenn ich mich beim nächsten Mal wieder entscheiden sollte, was nun angeht, der Vergleich Celebrity Cruises oder Princess Cruises, was würde ich nehmen? Ja, ich wäre eigentlich für beides offen. Ne? Ich würde es ein bisschen abhängig machen, welche Route interessiert mich beispielsweise. Und da haben die ja beide wirklich auch vergleichsweise interessante Routen im Angebot und nicht einfach nur hier, wie dieses Mal, eine Woche irgendwie Richtung südliche Karibik. Ja, das ist ja eher so, es gibt ja noch spannendere Routen. Also ich
kann man beides gut machen. Ich würde mich entscheiden, am Ende, ja, der Preis und eben die Route. Ja, ich hoffe, das war jetzt irgendwie hilfreich für euch. Und wenn ihr sagt so, jawohl, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Und ich habe die anderen Videos auch nochmal verlinkt von dieser Reise mit der Crown Princess. Und da sehen wir uns wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.